Also ich finde, wir sind richtig schwer ins Spiel gekommen. Wir waren nicht richtig von Anfang an in den Zweikämpfen, waren unkonzentriert und haben echt, ich sage, nach den drei Toren, beziehungsweise nach der roten Karte sind wir so ein bisschen wach geworden, kamen dann besser ins Spiel, haben dann ja die Zweikämpfe angenommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall in der Trainingswoche Gas geben, das Spiel aufarbeiten, dann uns auf Augsburg vorbereiten und dann müssen wir da von Anfang an reinhauen und endlich mal in den ersten Dreier holen. Ja, ich bin maßlos enttäuscht, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit die Gegentore schlecht verteidigt, hatten keinen Zugriff. Die Bereitschaft gegen den Ball hatte einfach gefehlt und die erste Halbzeit haben wir ja, einfach verschlafen. Nach dem Spiel gibt's erstmal, ist die Enttäuschung erstmal groß. Da gibt es nicht so viel positiv erstmal zu sagen. Klar ist, dass sich die Jungs dann in der zweiten Halbzeit gewehrt haben, haben das Ergebnis gehalten, haben versucht natürlich in der Offensive noch den einen oder anderen Nadelstich zu setzen, haben es auch geschafft, mit dem Anschlusstreffer zum 3-2, was der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Aber ja, im Großen und Ganzen ist der Sieg dann absolut verdient für Unterhaching. Ja, wir müssen erstmal die Basics schaffen, dass wir in der Defensive zu Null spielen. Das haben wir erst in einem Spiel geschafft. Da gilt nicht nur die letzte Reihe, die vierer Abwehrkette, sondern es ist die ganze gesamte Mannschaft. Und da müssen wir jetzt den Fokus drauf legen, weil das einfach die Basis ist, um erfolgreich Fußball zu spielen.